So, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich habe noch zwei. Bitteschön. Und nochmal ein Applaus für die vier. Ja, das waren Sarah Heitschan, Elena Mörke, Christian Blum und Paulina Gretschi. Die vier müssen jetzt ganz schnell zum Probenwochenende des Uniorchesters, weil das Universitätsorchester am kommenden Mittwoch sein großes Wintersemesterabschlusskonzert im Kornhaus gibt. Das kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier zum Dies Akademikus der Universität Ulm im Jahr 2023. Ich freue mich, dass so viele hier heute gekommen sind. Man merkt, die Corona-Phase ist jetzt endgültig irgendwie abgeschlossen und alle sitzen wieder eng beieinander. Und das tut irgendwie gut, wenn man wieder so gut zusammenkommen kann. Ich möchte einige Personen namentlich begrüßen, insbesondere unseren Bundestagsabgeordneten Herrn Emmerich. Herzlich willkommen. Aus dem Landtag ist Herr Mannes vom Bayerischen Landtag. Da Herr Rivard musste kurzfristig absagen. Ich begrüße unseren Oberbürgermeister Herrn Zisch, der gleich auch noch seinen ersten Bürgermeister, den Herrn Bendel, mitgebracht hat. Herzlich willkommen auch an meine Kollegin aus Konstanz, an Katharina Holzinger. Wir sind ja die beiden jüngsten Landesuniversitäten, Konstanz und Ulm. Konstanz ist, ihr seid ein Jahr älter als wir. Also es ist so ähnlich wie die leicht ältere Schwester, Frau Holzinger. Wir sind irgendwie auch gut. Ja. Da komme ich dann später noch dazu. Ja, Herr Mühlhahn von der Zeppelin-Uni wollte kommen, Herr Joachim Weber von der Dualen Hochschule in Stuttgart. Ich begrüße Herrn Oster von unserer Universitätsgesellschaft. Er wird nachher auch bei den Preisen noch eine Rolle spielen, letztendlich als Geldgeber. Und Herrn Ebeling, mein Vorgänger im Amt, und ganz, ganz viele nette Menschen, die hier im Raum sind. Herzlich willkommen hier. Insbesondere begrüße ich natürlich die Laudatoris für unsere Preisverleihung nachher, die Preisträgerinnen und Preisträger, die Kooperationspartner und last but not least unsere charmante Moderatorin Dana Hoffmann, die uns dann nachher durchs Programm führen wird. Alle da draußen am Livestream, YouTube-Channel, schön, dass Sie dabei sind und uns hier von zu Hause aus dem Homeoffice sozusagen verfolgen. Ja, im Programm, Sie haben das gesehen, wie immer ganz viele Preisverleihungen. Da kommen wir dann nachher dazu. Heute Nachmittag sind dann auch Promotions- und Absolventenfeiern. Das musikalische Rahmenprogramm habe ich schon angesprochen. Es gibt ganz viele Konzerte jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen von unserem musischen Zentrum. Dazu darf ich Sie auch gerne animieren, dahin zu gehen. Ja, und so eine Ansprache, die sieht jedes Jahr so aus, dass ich eine kleine Tour de Raison durch das vergangene Jahr, vor allen Dingen das zweite Halbjahr, geben werde und dann natürlich auch einen Ausblick in den verschiedenen Facetten, die so eine Universität ausmacht. Allgemeinere Dinge, dann aber insbesondere auch zu Studium, Lehre, zur Forschung, zu Bauen und Infrastrukturen, zum Transfer und dann, was wir so vorhaben im nächsten Jahr. Ja, und lassen Sie mich starten mit
einem netten Ereignis, was am 9. Januar diesen Jahres passiert ist. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat unserem Struktur- und Entwicklungsplan zugestimmt. In Rekordzeit von etwas mehr als 5 Monaten. Die Zustimmung beim vorhergehenden Struktur- und Entwicklungsplan hat etwas länger gedauert. Das können wir dann nachher draußen an den Stehtischen nochmal diskutieren. Ja, in diesem Struktur- und Entwicklungsplan, der die Jahre 22 bis 26 umfasst, haben wir unter dem Leitmotiv Crossing Borders, Grenzen überwinden, eine ganze Reihe von Zielen und Maßnahmen beschrieben, die wir uns in dieser Zeit vornehmen werden. Und dazu sind jetzt für das Jahr 23 auch Instrumente aufgelegt worden, ganz frisch, jetzt gerade diese Woche beschlossen. Wir werden mit Lehr- und Forschungsinkubatoren starten, um interdisziplinäre Teams zu befähigen, innovative, neuartige Dinge zu machen, High Risk, High Gain sozusagen, und Dinge zu explorieren, für die es sonst keine Fördermöglichkeiten gibt. Und das Gleiche haben wir vor für den Nachwuchs, um hier Nachwuchsprogramme noch stärker auszubauen. Wir sind dabei, ein Energiespar- und Klimaschutzkonzept aufzustellen, haben die erste Eröffnungsbilanz, und wir klinken uns da ein in die Klimaschutzziele des Landes, was ja sagen will, dass 2030 Universitäten und alle anderen Landeseinrichtungen auch möglichst klimaneutral sein sollen und das Land insgesamt bis 2040. Dazu kommen wir nachher noch, wenn es ums Bauen und um die Infrastruktur geht. Das Ganze wird dann überführt auch in eine Nachhaltigkeitsstrategie, die eben nicht nur die Energie umfasst, sondern auch Dinge wie Biodiversität, nachhaltiges Beschaffungswesen etc. Ja, im Jahr 22 war ein Meilenstein in der politischen Entwicklung, den wir so nicht unbedingt erwartet haben auf der einen Seite und der natürlich auch die Veränderungen, die wir im letzten Jahr gehabt haben, sehr, sehr maßgeblich geprägt hat. Ich spreche von dem Krieg in der Ukraine. Uns als Universitäten betrifft es natürlich in mehrfacher Hinsicht. Genauso wie alle anderen erfahren wir diese Energiekrise, müssen mit Energieeinsparungen unseren Beitrag leisten, was wir tun. Auf der anderen Seite sind wir aber auch in der Verpflichtung, Unterstützungsangebote für Studierende und Forschende aufzulegen, was wir getan haben. Und wir konnten in Kooperation mit der Horvath-Stiftung ein Projekt Connect Ulm auflegen, um mit Studierenden, die hier nach Deutschland gekommen sind und Studierwilligen, denen zu helfen. Dieses Projekt ist mit 100.000 Euro von der Horvath-Stiftung finanziert. Und das hilft uns wirklich sehr, sehr stark, diese Menschen hier zu integrieren und auf ihrem Weg weiter zu begleiten. Gleichermaßen haben wir ein Memorandum of Understanding mit der ukrainischen Freien Universität abgeschlossen, um mit denen zusammen auch noch besser an diese Persönlichkeiten heranzukommen, um sie hier nach Ulm dann in diese Programme zu integrieren. Damit bin ich auch im Bereich Studium und Lehre. Der Studien- und Universitätsbetrieb sowie diese Veranstaltung hier hat sich vorwiegend wieder in die Präsenz entwickelt. Es finden wieder die Vorlesungen statt, man geht wieder in die Mensa, man diskutiert in den Seminarräumen und auf den Lernflächen. Und die digitalen Formate sind dort weiterhin geblieben, wo sie didaktisch gut passen, wo sie den Unterricht unterstützen können, wo sie die Lernerfolge verbessern. Und so ist jetzt nach und nach ein recht schöner Mix entstanden aus diesen analogen und den digitalen Formaten. Und was wir natürlich merken und was auch die Studierenden nachfragen, ist, dass man das Zusammenkommen, das mit dem Stoff und mit dem Gelernten auseinandersetzen, gemeinsam im Labor zu arbeiten und gemeinsam auch Freizeit zu verbringen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Element ist, sowohl in der Lehre als auch im Lernen, als auch in der eigenen Entwicklung. Die Studierendenzahl an der Universität hat sich auf 10.316 eingependelt mit dem Wintersemester, dem statistischen Stichtag. Das ist ein leichter Anstieg der Studierendenzahl gegenüber dem Jahr davor. Auf der Bundesebene ist bei den Universitäten ein Rückgang der Studierendenzahl von 1,8% zu vermerken. Das heißt, wir sind hier ein kleines bisschen besser als der Bundestrend. Bei den AnfängerInnen liegen wir bei etwa 2.200 Anfängern. Das sind etwa 4% weniger als im letzten Jahr. Und auf der Bundesebene ist die Anfängerzahl allerdings um 0,4% gestiegen.
Das heißt, wir haben hier weiterhin die Tendenz, dass Anfängerinnen diese Fächer, die bei uns angeboten werden, die MINT-Fächer, die Medizin ist immer voll, aber die MINT-Fächer betrifft es vor allen Dingen, dass da die Nachfragen durchaus nachlassen weiterhin. Wir hatten immer die Vermutung, dass in dem Corona-Jahr auch Personen verloren gehen sozusagen, dass die Absolventinnenanzahl eventuell runtergeht, weil man aufgibt sozusagen. Das ist nicht der Fall. Die Absolventinnen im letzten Jahr waren knapp 1800 hier in Ulm. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber der Gesamttrend. Ja, wir prüfen trotzdem kontinuierlich die Attraktivität unserer Studiengänge, des Lehrportfolios insgesamt, gemeinsam mit den Fächern. Und wir begeben uns gerade in ein Strategieprojekt Lehre und Unterstützungspakete, um die Studiengänge entsprechend weiterzuentwickeln. Und was jetzt neu ansteht, sind Studiengänge, die sehr, sehr modern sind, neue Themen aufgreifen, wie beispielsweise ein Masterstudium in Quantum Engineering. Sie wissen, dass Ulm ein großer quantenwissenschaftlicher Standort ist in Deutschland und auch international. Und dem tragen wir Rechnung, indem wir hier einen speziellen Masterstudiengang auflegen. Es wird einen weiteren Bachelor- und Masterstudiengang konsekutiv geben in biomedizinischer Technik, was unsere Medizinschwerpunkte mit den technischen Schwerpunkten sehr gut verknüpfen lässt und hier auch ein Potenzial darstellt, um auch zukunftsträchtig, auch vielleicht mit einer höheren Damenquote, diesen Studiengang, technische Studiengänge sind meistens eher männlich geprägt, um hier dann die eine oder andere Dame vielleicht auch zu begeistern, weil die Anwendungen entsprechend sind. Der polyvalente Bachelorstudiengang Psychologie wird jetzt ab Wintersemester, das wird der Senat mit höchster Wahrscheinlichkeit kommende Woche, übernächste Woche entscheiden, um einen Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie ergänzt. Das ist dann ein Angebot, das auch die Psychotherapieausbildung, die ja bisher immer eine Fachausbildung nach dem Masterstudiengang erst war, dass die nun integriert im eigentlichen Masterstudium schon erbracht werden kann. Ein paar Worte zur Forschung. Forschung messen wir an Universitäten immer mit den Drittmitteleinnahmen zunächst mal, weil das eine einzige Größe ist, an der man schon vieles festmachen kann. Und ich darf hier berichten, dass die Universität Ulm im Jahr 2022 ein erneutes Allzeithoch erreicht hat. Die höchste Einnahme überhaupt seit eh und je mit 136,1 Millionen. Im letzten Jahr waren es 116. Jetzt können Sie relativ gut ausrechnen, wie da diese Quote gewesen ist, die Wachstumsrate. Da sind also sehr, sehr viele Mittel geflossen in die Universität. Sowohl in der Medizin als auch in den anderen Fakultäten waren es jeweils Allzeithochs. Korreliert damit steigt auch die Anzahl der Promotionen. Wir haben knapp 500 Promovierende gehabt im Jahr 2022. Und das Ganze ist dann auch eingebettet in hochwertige Projekte. Wir haben insgesamt immer mehrere hundert Projekte gleichzeitig laufen. Und es gibt dann immer solche Verbund-Aushängeschilder. Der Sonderforschungsbereich in den Traumawissenschaften ist bewilligt worden in die dritte Förderperiode. Es gibt ein neues Promotionskolleg zu Data Science and Analytics, was sich speziell mit Vertrauen und Kontrolle von Algorithmen beschäftigt. Wir haben erneut 5 Researcher in den Highly Cited Researchers gehabt, nämlich Herrn Döhner, Herrn Janssen, Herr Jeletzko, Herr Plenio und Frau Del Teredici. Und gerade Herrn Döhner, das haben Sie vielleicht heute Morgen der Presse entnommen, und gestern wurde es veröffentlicht, in Ulm wird zusammen mit Tübingen und Stuttgart das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen, kurz NCT Südwest, eingerichtet. 4 neue Standorte sind in ganz Deutschland dazugekommen, einer davon hier in Ulm zusammen mit Tübingen und Stuttgart. Und das ist unter der Federführung von Herrn Döhner, der, so meine ich, weltweit führende Leukämieforscher, den wir in Deutschland haben. Das DLR-Institut für KI-Sicherheit wurde eröffnet vor einigen Wochen.
komplettiert jetzt oder ergänzt das DLR-Institut für Quantentechnologien in Raumfahrtanwendungen, was vor 3 Jahren bereits begonnen hat. Wir haben eine ganze Reihe von deutschen Zentren für Gesundheit eingeworben, neben dem DZNE vor ungefähr 4 Jahren jetzt auch ein deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit, ein deutsches Zentrum für psychische Gesundheit, die in der Aufbauphase sind. Und ganz neu, das wird dann im Jahr 2023 auch auf Fahrt aufnehmen, der Innovationscampus Quantentechnologien Baden-Württemberg wird hier aus Ulm aus gesteuert. Und in dem Haushalt 2023-2024 sind dafür 45 Millionen eingestellt, die auch hier nach Ulm kommen, zum großen Teil. Ja, solche Förderprogramme werfen dann auch ihre Schatten voraus. Exzellenzstrategie ist das nächste Thema. Die Förderlinie Exzellenzcluster ist ausgeschrieben. Wir sind gerade dabei, unsere 2 neuen Skizzen zu verfassen. Die Letters of Intent sind eingereicht. Die Skizzen werden dann am 31. Mai zur DFG geschickt. August, November wird die Begutachtung sein und die Entscheidung dann ungefähr nächstes Jahr um diese Zeit, am 1. Februar, wird dies sein. Wir gehen mit dem Traumathema in die Runde. Wir gehen mit dem Thema Chemie zusammen mit Quantenwissenschaften in die Runde, um auf molekularer Ebene neue Quantensysteme zu bauen. Trauma machen wir alleine, da sind wir breit genug aufgestellt. Chem for Quant, so heißt das zweite. Die zweite Skizze wird zusammen mit dem KIT und der Universität Stuttgart, unseren etablierten Partnern, erfolgen. Dann wissen Sie alle, wir haben ein Cluster in Batteriespeicherung, Batterietechnologien. Dieser Fortsetzungsantrag Polis, der ist dann phasenverschoben, erst im Jahr 2024 dran. Da muss man die Absicht im Januar erklären. Alle Anträge, die dann durchkommen, werden im August 2024 eingereicht, dann 2025 im Herbst begutachtet, über den Winter nach 2025 begutachtet, im Mai 2025 die Entscheidung. Und wenn wir 2 Clusteranträge durchhaben, dann wird die Universität Ulm im November 2025 einen Antrag zur Exzellenzuniversität stellen können. Da können Sie uns schon mal die Daumen drücken, dass es diesmal reicht für 2 Cluster. Und dann werden wir Ihnen, Frau Holzinger, heftige Konkurrenz machen. Ja, diese ganzen Forschungsergebnisse und Forschungserfolge und natürlich auch das, was wir in der Lehre tun, braucht entsprechende Infrastrukturen und bauliche Rahmenbedingungen. Ja, Sie sehen in diesem Raum, das sieht alles super schick aus, obwohl es schon 15 Jahre alt ist. Wir Schwaben passen halt auf unser Geschäft. Die Kehrwoche hilft. Aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich auch Bereiche haben, die jetzt einfach diese 56 Jahre alt sind, die Universität alt ist. Und diese baulichen Infrastrukturen sind genau noch in diesem Zustand an vielen Stellen. Ähnliches gilt dann für Laborausstattungen, die zum Teil dann 20, 30 Jahre alt sind. Das heißt, wir brauchen konstant eine Reinvestition an dieser Stelle. Und da komme ich zu einem Thema, was uns sehr, sehr viel Mühe bereitet. Frau Holzinger lächelt. Was uns sehr viel Mühe bereitet, hier A, neue Bauprozesse zu etablieren und anzuregen, B, für alternative Finanzierungsmodelle zu sorgen und C, das ist ganz wichtig, eine gewisse Agilität und Geschwindigkeit in diese Prozesse hineinzubringen. Weil die Dynamik in der Forschung und Lehre passiert, die ist momentan wirklich Faktoren schneller als das, was drumherum dann an Rahmenbedingungen da ist. Ja, deswegen freut es mich auch, heute Nachmittag kommt der Ministerpräsident Kretschmann hier an die Universität, um das Batteriecluster anzugucken und auch zum ZSW zu gehen. Das Land hat uns ja glücklicherweise in der Lise-Meitner-Straße 16 ein Gebäude angeschafft, in dem wir das Cluster jetzt auch tatsächlich fahren können, sonst hätten wir gar keine Chance gehabt, das durchzuführen. Und ich werde heute Nachmittag die Gelegenheit nutzen, Ihnen das auch nochmal zu zeigen, dass ganz viele Dinge da auch einfach leer stehen, weil kein Geld mehr da ist, um die Infrastruktur in dem Gebäude zu finanzieren. Gut, dennoch. Der Rohbau multidimensionale Traumawissenschaften, der hier unten am Entstehen ist, der Rohbau ist fertig, ist fast im Zeitplan. Wir werden dort Ende 2024 wahrscheinlich reinziehen können, um auch entsprechende
Rahmenbedingungen für dieses Cluster, was wir vorhaben, zu haben. Wir haben ein privat finanziertes, von der Stiftung finanziertes Barbara Metz-Starkhaus gerade frisch bezogen im November, was uns gute Möglichkeiten auch der Zusammenkunft ermöglicht. Und letztendlich geht es immer dann auch um diese Sanierungen, um die Hochschulstandortentwicklungsplanung und so weiter und so fort. Und jetzt ist niemand vom Ministerium da, aber Politik ist vertreten, zumindest mal auf der Bundesebene und auf der kommunalen Ebene. Wenn die Sanierungspläne so weiterlaufen, wie momentan das Tempo ist, dann wird das letzte Gebäudekreuz der Universität Ost im Jahr 2080 begonnen werden zu sanieren. Und wenn das abgeschlossen ist, dann wird man beginnen können, sich mit der Universität West zu beschäftigen. Was das für das Holzgebäude Universität West bedeutet, das kann sich jeder dann selber ausmalen. Ein paar Worte zu Transfer und regionaler Verankerung. Das Transferzentrum für Digitalisierung, Analytics und Data Science, DASU, hat seinen Betrieb aufgenommen und es wurde zusätzlich als Leuchtturmprojekt im RegioWin 2030 Wettbewerb des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, gefördert als regionales Entwicklungskonzept des Schwabenbundes. Das ist eine Region vom Bodensee bis nach Aalen hoch mit fast 5 Millionen. Die IHK gibt uns für einen Life Science Incubator hier in unserem Entrepreneurscampus für 5 Jahre 750.000 Euro. Vielen herzlichen Dank an die IHK Ulm dafür. Und damit gelingt es uns mit diesen verschiedenen Aktivitäten, die Etablierung von Start-up- und Innovationshubs hier an der Universität noch stärker voranzubringen. Und wir fassen das auch in einem Leitbildtransfer auf der strategischen Ebene und erweitern das zu einer kompletten Transferstrategie. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, uns gehen die Themen nicht aus. Wir sind ganz positiv und euphorisch, da in die Zukunft zu gehen. Die Herausforderungen, ich habe sie versucht zu skizzieren, die Studienanfängerzahlen, die Profilbildung in den Fächern, die Renovierung unserer Studiengänge, die Exzellenzstrategie, immer in der Forschung vorne mit dabei zu sein, viele Anträge zu schreiben und möglichst viele von denen auch bewilligt zu bekommen, die digitale Transformation in der Verwaltung und auch sonst wo. Und dann letztendlich steigen wir in die Hochschulfinanzierungsvereinbarung 3 ein mit dem Land. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist super gut angelegtes Geld, Steuergeld in Universitäten, in Hochschulen zu investieren, weil das letztendlich unsere Zukunft sein wird. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich übergebe sehr gern an unsere charmante Dame Dana Hoffmann. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident Professor Weber, auch von meiner Seite, meine Damen und Herren, liebe alle. Ich freue mich sehr, heute so viele Menschen in Präsenz hier zu dieser tollen und wichtigen Veranstaltung zu sehen. Sie können sich denken, eine Hochschule, an der so viel passiert, wie Herr Präsident Professor Weber gerade veranschaulicht hat, da gibt es richtig, richtig viele herausragende, spannende, neugierige und tatkräftige Personen im Hintergrund. Und einige von ihnen wollen wir heute ehren, denn ohne diese Menschen wäre die Hochschule ganz einfach nicht das, was sie ist. Deshalb verleihen wir heute die Hochschulpreise der Universität Ulm. Und wir beginnen mit einem ganz besonderen Preis, der an anderen Hochschulen und Universitäten gerne mal so als Gleichstellungspreis benannt wird. Das klingt so behördlich, so förmlich irgendwie. Deshalb hat sich die Universität Ulm einen eigenen, einen schönen, einen klangvollen Namen ausgedacht, um Frauen, Forscherinnen zu ehren, die eine herausragende Forschung abliefern, die aber natürlich auch eine herausragende Persönlichkeit sind. Für die Verleihung des Preises Excellentia Ulm begrüße ich die erste Laudatorin, Frau Professorin Aurélie Perrot. Herzlich willkommen.
Frau Hoffmann, vielen Dank für die nette Einführung. Es ist mir eine große Freude, dieses Jahr den Excellentia Ulm, die Laudatio für den Excellentia Ulm-Preis zu halten. Ein Preis, der seit 2019 einmal im Jahr an exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen verliehen wird, die durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten auch den Wissenschaftsstandort der Universität Ulm in besonderem Maße herausstellen und zugleich eine Vorbildfunktion für andere Wissenschaftlerinnen und Studenten darstellen. Er ist mit 5.000 Euro dotiert und soll helfen, dem Dropout von jungen Wissenschaftlerinnen zu reduzieren, die Attraktivität der akademischen Karriere für Frauen und Studierende zu steigern. Und in der Ausschreibungsrunde von 2022 sind 12 hervorragende Nominierungen eingegangen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben uns sehr schwer getan, in der Gleichstellungskommission da eine Auswahl zu treffen. Und ich freue mich, Ihnen heute Frau Juniorprofessorin Dr. Nathalie Oechsle vorzustellen aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und hat ihr Studium an der TU München, an der University of Miami und am Karolinska Institut in Stockholm absolviert. Und bereits während ihres Studiums wurde sie mehrfach für ihre außerordentlichen Leistungen ausgezeichnet, hat in der Zeit ihrer Promotion als Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes 2 weitere internationale Forschungsaufenthalte an renommierten Einrichtungen ihres Faches durchlaufen und ist mit ihren Forschungsinteressen im Bereich der Stigmaforschung, der Suizidprävention und der Versorgungsforschung sehr innovativ, und diese Thematiken sind gesellschaftlich von extrem hoher Relevanz. Nicht zuletzt zeigt sich dies auch in ihren Drittmitteleinwerbungen. So hat sie seit 2019 1,9 Millionen Euro eingeworben und dabei auch eine BMBF-Nachwuchsgruppe initiiert. Sie hat ihre exzellenten Publikationen mehrfach in renommierten wissenschaftlichen Journalen auch mit Preisen ausgezeichnet gesehen und ist auch in der Lehre durch ihr großes Engagement sehr beliebt. Und ihre Lehrveranstaltungen wurden mehrfach äußerst positiv bewertet. Und nicht zuletzt ist sie Mutter von 2 kleinen Kindern. Lilith und Xaver sind heute auch hier. Und zeigt in exzellenter Weise, wie man akademische Karriere und den Beruf mit privaten vereinbaren kann. Und wir glauben, dass sie die Preisträgerin ist, die in bester Weise dieses Jahr veranschaulicht, wie man als Vorbild für Frauen in der Wissenschaft dastehen kann. Vielen Dank. Ich freue mich, Frau Professor Nathalie Oechsle hervorzubitten. Ich glaube, Sie können sich eins aussuchen. Frau Oechsle hat grün gewählt, nur für die Regie zur Info, die sind alle an. Frau Dr. Oechsle, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zu diesem herausragenden Preis. Ganz platte Frage, was empfinden Sie oder was haben Sie empfunden, als Sie benachrichtigt wurden, dass Sie tatsächlich diesen Preis bekommen haben? Also erstmal vielen Dank auch nochmal, dass ich ausgewählt wurde. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, war sehr überrascht. Und ich glaube, meine Freude ist auch deswegen so groß, weil ich den Preis schon auch so ein bisschen sehe. Sie haben es ja auch erwähnt, ich habe 2 kleine Kinder, das ist nicht immer so ganz leicht. Ich mache das auch nicht alleine. Ich habe einen Partner, der mich sehr unterstützt und die Kinderbetreuung übernimmt, und 2 Kinder, die es auch akzeptieren, dass ich öfters mal nicht zu Hause bin. Und ja, das hat mich einfach gefreut, dass das gesehen wird und gewürdigt wird. Ja. Also verstehe ich es richtig, Sie sehen auch durchaus die Notwendigkeit eines solchen Preises, um eben die Frauen in der Wissenschaft sichtbarer zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, für mich war die Entscheidung, funktioniert Wissenschaft und Kinder überhaupt? Da habe ich lange drüber nachgedacht und ich habe es mich irgendwann getraut und habe auch gemerkt, dass es ganz gut funktioniert, wenn man gut plant und vorausschauend agiert. Aber es ist nicht leicht, und ich glaube, es ist wichtig, da als Frau auch ein Vorbild zu sein und zu zeigen, dass es geht und wie es auch funktionieren kann. Hatten Sie denn selbst während Ihrer Studienlaufbahn Vorbilder, MentorInnen? Ja, ich hatte wahrscheinlich das Glück, dass ich in Schweden studiert habe. Da
sind die einfach so mit Kinderbetreuung, Gleichstellung so ein Stückchen weiter. Ich hatte viele Professorinnen auch mit, ich weiß noch ganz genau, eine Professorin mit 3 Kindern, wo ich mich damals auch schon gefragt habe, wie schafft die Frau das? Aber sie schafft es halt, weil sie Unterstützung hat. Sie macht es nicht alleine. Und das hat mich mit Sicherheit geprägt, ja. Wunderbar. Vielleicht mit Seitenblick auf Herrn Professor Weber. Das Thema Kinderbetreuung, Exzellenz hier ist auch wichtig. Aber vielleicht kann man da auch noch an ein paar Schrauben drehen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Bitte nochmal einen herzlichen Applaus für Frau Juniorprofessorin Dr. Nathalie Oechsle. Es gibt jetzt noch ein Foto und natürlich die Urkunde. Kommen Sie bitte nach vorne vor den Tisch. Ja. Sonst sieht man ja nichts. Ja, liebe Frau Oechsle, ich darf für das Publikum diese eine Urkunde jetzt mal vorlesen, die anderen lese ich dann nicht mehr komplett vor. Die Universität Ulm verleiht unter meiner Präsidentschaft den Excellentia Ulm Forschungspreis für exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen der Universität Ulm an Frau Juniorprofessorin Dr. Biol Hum Nathalie Oechsle aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2. Durch ihre herausragende innovative Arbeit im Bereich der Stigmaforschung, Versorgungsforschung und Suizidprävention gestaltet Frau Juniorprofessorin Nathalie Oechsle die Universität Ulm als Wissenschaftsinstitution außerordentlich erfolgreich mit. Sie nimmt darüber hinaus in Bezug auf die Verfolgung ihrer eigenen Karriereziele sowie die Vereinbarung von wissenschaftlicher Karriere und Privatleben eine beeindruckende Vorbildfunktion für andere Wissenschaftlerinnen und Studentinnen ein. Ulm, 3. Februar, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Wunderbar, herzlichen Dank nochmal, Frau Professorin Perrot. Wir machen nahtlos weiter mit einem ebenfalls sehr, sehr wichtigen Preis, den wir in diesem Jahr gleich 3-mal verleihen dürfen. Und Herr Professor Weber, Sie dürfen gerne kurz erklären, um welchen Preis es sich handelt. Das ist ja ein ganz besonderer. Ja, in der Tat, es ist ein ganz besonderer Preis. Dieser Preis wird von einer Stiftung namens Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft der Universität Ulm vergeben. Das ist also eine Universitäts-Ulm eigene Stiftung, die seit vielen, vielen Jahren das Zusammenwirken von Wissenschaft und Wirtschaft in Forschung und Entwicklung mit innovativem Anwendungsbezug fördert. Der Preis wird dabei nicht nur an die Mitglieder der Universität Ulm, sondern auch an die kooperierenden Angehörigen aus den jeweiligen Wirtschaftsunternehmen mitvergeben. Sie müssen sich im Sinne dieses Stiftungszweckes besonders verdient gemacht haben. Und dieses Jahr war es so, wir hatten ähnlich wie beim Excellentia Ulm-Preis so gute, hervorragende Einreichungen, eigentlich soll es nur einen Preis geben, so gute, hervorragende Einreichungen, dass wir am Ende im Auswahlkomitee gesagt haben, wir können unter den letzten 3 eigentlich keine Abstufung mehr finden. Und wir sind dann an das Stiftungskapital noch ein bisschen stärker rangegangen und vergeben 3 Preise, die zu je 3.000 Euro dotiert sind. Die Besonderheit bei diesem Preis ist auch, dass die Verwendung des Preisgeldes dem Empfänger jeweils freigestellt ist. Die Wirtschaftsunternehmen kriegen nichts, die haben genug Geld normalerweise, denke ich mal. Das Preisgeld verbleibt bei den Preisträgerinnen an der Universität. Sie können das frei einsetzen. Wünschenswert ist es allerdings, wenn das im Sinne der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft getan wird. Ja, der Verteilungsausschuss, das vielleicht auch noch zur Information, besteht aus den Dekaninnen unserer 4 Fakultäten, dem Vorsitzenden, lieber Herr Oster, von der Ulmer Universitätsgesellschaft und meiner Wenigkeit. Und Herr Oster, ich kann mich noch gut erinnern an die Auswahlsitzung. Wir haben echt hart mit uns gerungen. Und irgendwann hat, ich glaube, Sie waren es, hat gesagt, Herr Oster, er kommt ja früher von der Sparkasse, er weiß, wie man Geld verteilt. Er hat dann gesagt, das machen wir einfach 3 Preise. Ja, und damit hat er dieses Dilemma, den gordischen Knoten, aufgelöst. Und deswegen haben wir heute 3 Preisvergaben. Und herzlichen Glückwunsch dazu.
Frau Hoffmann, Sie machen weiter. Genau, Sie dürfen noch kurz Platz nehmen, aber bitte sprungbereit bleiben. Das bin ich. Für die Übergabe der Urkunden. Den ersten Preis erhalten für die Kooperation Wissenschaft und Wirtschaft Herr Professor Mauritz Ortmanns, Dr. Joachim Becker und Herr Stefan Reich vom Institut für Mikroelektronik. Und da es ja nicht nur die Wissenschaft ist, sondern auch die Wirtschaft hier vertreten ist, begrüße ich ebenfalls aus Freiburg angereist Herrn Dr. Martin Schüttler von der CoreTech GmbH. Verzeihung, so schwer ist es nicht. Kommen Sie bitte nach vorne. Wir hätten auch genug Platz für alle, aber gut, möchte sich keiner, na gut. Es tut aber gar nicht weh, wirklich, es ist eigentlich ganz nett hier vorne. Also, auch die mutigen Herren bekommen bitte einen Applaus, bis sie vorne sind. Wenn Sie sich wundern übrigens, warum immer alle so nach unten starren, hier auf dem Boden sind Markierungen, so kleine Kreuze hingeklebt, damit alle Ihren richtigen Standort finden. Erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Herr Professor Weber hat gerade schon erzählt, wie dieser Preis zustande kommt, wer den vergibt. Aber was er nicht verraten hat, ist, was haben Sie denn herausgefunden? Worum ging es in Ihrer Arbeit? Ja, also was wir bearbeiten, ist im Prinzip ein implantierbares System für sogenannte Neuromodulation. Der Dr. Schüttler ist der CTO der Firma CoreTech GmbH, wurde vor circa 12 Jahren aus der Universität Freiburg ausgegründet. Und vorher war er selber Forscher am IMTEC in Freiburg, woher auch ich stamme. Da haben wir uns kennengelernt und als die Firma CoreTech dann irgendwann so weit war, dass sie gesagt hat, wir brauchen für unser Implantat Mikroelektronik, kleine integrierte Chips mit viel Intelligenz und Funktionalität, haben sie an uns gedacht. Und seitdem sind wir in Kooperation seit circa 2012 sehr erfolgreich. Wunderbares Kooperationsprojekt auf Augenhöhe. Uns macht einfach immer Spaß, ja. Es ist natürlich naheliegend, dass man bei dieser anspruchsvollen Fragestellung an die Universität Ulm denkt. Aber, Herr Dr. Schüttler, ich meine, Freiburg muss sich eigentlich nicht verstecken. Wie kam es, dass Sie hier gelandet sind und nicht mit Ihrer Heimatuniversität kooperiert haben? Ja, ist richtig. Wir haben auch Mikroelektronik in Freiburg. Ja, da kommt ja auch der Herr Professor Ortmanns her. Also wir haben für diese implantierten Systeme, von denen Herr Ortmanns gesprochen hat, natürlich sehr spezielle Anforderungen. Ja. Das ist eine Mischung aus ganz speziellen Anforderungen an die Elektronik, aber auch in die Umgebung hinein. Es muss ja im Körper funktionieren, es muss die entsprechende Sicherheit gewährleistet sein und so weiter. Und da gibt es tatsächlich weltweit sehr, sehr wenige Ansprechpartner, die da überhaupt in Betracht kommen. Und die Gruppe vom Herrn Ortmanns, wir haben gemeinsam über mehrere Förderprojekte sehr viel Erfahrung da gesammelt. Das ist für uns, auch wenn ich jetzt nicht global gesehen direkt nebenan wohnen würde, wäre das für mich ohnehin der erste Ansprechpartner hier. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir das gemeinsam vorantreiben konnten und auch mit Erfolg. Also die hier entwickelten Halbleiter werden derzeit in den USA, aber wir planen Einsätze auch in Europa, an Patienten eingesetzt, wo sie untersuchen, inwiefern sich epileptische Erkrankungen ausweiten und wie man denen anschließend therapeutisch begegnen kann. Also wir haben die Halbleiter von hier sind jetzt tatsächlich im therapeutischen Einsatz. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Zwischen den Zeilen war das quasi nochmal eine weitere Auszeichnung für die Universität Ulm, die attraktiv ist für solche Kooperationsprojekte. An Sie alle herzlichen Dank für Ihre Arbeit und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Bitte kommen Sie auch nach vorne und nehmen Sie Ihre Urkunden in Empfang. Und auf Kommando lächeln. So, lieber Mauritz. Ja, ich. Bitteschön. Herr Becker, bitteschön. So, und dann klappen wir die alle auf, damit die Frau Eberhardt ein schönes Bild machen kann. Wunderbar, ja. Herzlichen Glückwunsch.
Wir machen weiter in derselben Preiskategorie, denn Sie haben es gehört, drei Preise werden heute vergeben. Der nächste Preis geht an die Frau Professorin Karin Schafetter-Kochaneck von der Klinik für Dermatologie und ihre Kooperation mit Herrn Dr. Christoph Ganz und Dr. Andreas Kluth von der, ich habe es gar nicht gefragt, Tizeba oder Tikeba? Tizeba. Und Reazell, genau, Reazell habe ich mir noch zusammengereimt. Herzlich willkommen und auch an Sie natürlich herzlichen Glückwunsch. Frau Professorin Schafetter-Kochaneck, was ich mich ja frage bei diesen Wissenschaftskooperationspreisen, gibt es da so eine Art, weiß ich nicht, Kooperationstinder? Also wie findet man sich? Wie finden Sie die Wirtschaftsunternehmen, die zu Ihren Projekten passen oder umgekehrt? Liebe Frau Hoffmann, das beantworte ich Ihnen mit Begeisterung gleich. Lassen Sie mich ganz kurz einen Dank an den Verteilungsausschuss, unbedingt, an unsere Dekane der verschiedenen Fakultät und an Herrn Präsidenten und Herrn Oster sagen. Wenn Sie das Mikro ein bisschen höher nehmen, hören Sie. Aber es ist auch nicht, sind nicht nur die, sondern es sind hier diese tollen jungen Männer, der Tizeba. Das war einfach Fun. Und auch diejenigen, die das stützen. Ich möchte hier das Ehepaar Müller erwähnen. Und was mir ganz besonders wichtig ist, mein Team. Das macht man nie alleine. Mein Laborleiter, Herr Dr. Vlaschik, ist hier, er stützt das Ganze, aber natürlich auch Dr. Kamivir Singh, Palab Maiti, Seppe van der Beten und viele, viele mehr. Das macht Spaß. Und in Kooperation mit solchen Prachtexemplaren, die sozusagen selbst eine View haben und das komplementieren, ist das toll. Wir haben uns in der Deutschen Bundesbahn kennengelernt. Im Zufällig. Ernst? Ja. Und da war das so, aber vielleicht möchte Herr Ganz das erzählen, weil ich habe mich daran so schwer erinnert, ich habe mich nur an die Zelle erinnert und dann, wie wir kooperiert haben. Also Herr Ganz, damals im Bordbistro, was war da los? Ja. Ist es an? Ja. Also das ist tatsächlich so, dass ich Frau Professor Schafetter-Kochaneck auf dem Weg zur Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft in München kennengelernt habe. Wir sind aus der Deutschen Bundesbahn, und auf dem Bahnsteig wurde ich Frau Professor Schafetter-Kochaneck vorgestellt. Und dann, was machen Sie? Und so kamen wir ins Gespräch und dann hat sie ja diese Stammzelle, sehr toll, lassen Sie uns mal vertiefen. Und dann haben wir sofort Kontakt aufgenommen und die Ideen fielen auf fruchtbaren Boden. Und wir sind sehr dankbar, dass wir so eine tolle Forscherin wie Frau Professor Schafetter-Kochaneck an unserer Seite hatten von Anfang an. Das ist über 10 Jahre her und wir konnten hier die ersten Arbeiten, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir bei der Reazell nun das erste Stammzellmedikament im Markt haben in Deutschland für nicht heilende chronische Wunden. Das ist also eine ganz große Besonderheit, das ist ein besonders reguliertes Arzneimittel und das geht natürlich auch nur einmal mit fantastischer Forschung hier in Ulm, aber auch mit der Unterstützung von den Eheleuten Müllern, die uns seit vielen Jahren begleiten, der Reazell und natürlich mit fantastischen Forschern und wie Herrn Dr. Kluth. Ganz herzlichen Dank an das ganze Team. Den Dank gebe ich gerne, oder dem schließe ich mich an, Frau Professorin Schafetter-Kochaneck. Ich habe es gerade gehört, es geht um Stammzellen, aber es geht tatsächlich schon um ein Medikament, das Sie zur Marktreife gebracht haben. Normalerweise oder häufig werden ja eher, sage ich mal, Sachen aus dem Bereich der Grundlagenforschung, werden dort Projekte ausgezeichnet. Wie fühlt sich das an, ein Produkt in den Händen zu haben und dafür auch noch einen Preis zu bekommen? Also das in den Markt schieben kann man ohne Kooperationspartner nicht machen. Aber das fühlt sich verdammt gut an. Also Entschuldigung, das fühlt sich gut an, weil letztendlich ist das so, du begleitest so ein Baby, eine Stammzelle, die eine große Faszination hat, die auch kritisiert wird von den Postdocs, die verliert ihre Eigenschaften. Und plötzlich entwickelt sich das, geht über die Zellkultur in präklinische Modelle und man lernt so viel und man lernt, dass diese Zelle ihre Umwelt erfühlen kann und genau dann das Richtige tut, wenn eine chronische Wunde zu aggressiv ist, dann dämpft sie die Entzündung. Das fühlt sich wirklich sehr gut an, denn das will ja ein Mediziner. Mhm. Der möchte ja irgendwie, entweder möchte der gerne die Diagnose stellen, oder er möchte etwas zur Abheilung oder zur Verbesserung bringen. Also das ist für mich ist das ein Highlight, diese Forschung. Herr Dr. Kluth, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass ein Wirtschaftsunternehmen was anderes will.
Wie profitieren Sie von einer solchen Kooperation, auch wenn da ein Produkt bei herausgekommen ist, das wirklich den erkrankten Personen Linderung verschaffen kann? Das ist ja jetzt noch kein Grippemedikament. Das ist ja eine relativ kleine Gruppe. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Wir profitieren da extrem von, weil wir natürlich einmal die Möglichkeit haben, auf Spitzenniveau die Forschungsergebnisse zu nutzen, unabhängig auch darzustellen und dann für unsere Zwecke eigentlich das Produkt so zu entwickeln, dass es am Ende, dass er jemandem helfen kann. Also es war eine ganz tolle, besondere Kooperation, auf die wir sehr stolz sind und ich persönlich auch sehr stolz bin, weil es einfach immer Spaß gemacht hat, gemeinsam zu arbeiten. Und diesen Spaß durfte ich bereits in den Vorgesprächen erahnen. Entschuldigen Sie bitte, dass wir uns hier ein bisschen verquatschen, aber ich finde es einfach wundervoll, Sie zusammen zu sehen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Bitte kommen Sie nach vorne. Auch Sie bekommen natürlich Ihre Urkunden. So, Glückwunsch. So, bitteschön. So, bitteschön. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Und wir merken uns, nicht immer so viel auf die Deutsche Bahn schimpfen, da entstehen nämlich auch ganz, ganz wundervolle Sachen. So, last but not least, den dritten Kooperationspreis Wissenschaft und Wirtschaft dürfen wir heute verleihen an Herrn Johannes Neukäufer und Herrn Professor Thomas Grützner vom Institut für Chemieingenieurwesen. Und Sie werden heute begleitet von Dr. Carsten Knösche, Vertreter der BASF. Herzlich willkommen. Wo sind Sie denn? Da. Herzlich willkommen natürlich auch an Sie drei und ganz, ganz herzliche Glückwünsche und die obligatorische Frage, was haben Sie gemacht? Ja, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, diesen Preis zu bekommen. Was haben wir gemacht? Genau, die BASF stellt chemische Produkte her. Ja, das heißt, die lassen irgendwas reagieren und am Ende kommt es aber nicht in der Qualität raus, die man gerne hätte und man muss das aufreinigen. Ja. Wer schon mal ein Chemiewerk gesehen hat, der sieht dort vor allem diese hohen Türme und das sind sehr häufig Trennkolonnen, Destillationskolonnen, die sehr teuer sind und die experimentell abgesichert werden müssen. Und wir haben ein Verfahren entwickelt oder eine Methode, die bisherigen, sage ich mal, physikalischen Grenzen ein bisschen nach außen zu schieben, um mit deutlich weniger Material und deutlich günstiger und deutlich schneller zu einem belastbaren Ergebnis zu kommen, um im Labor diese Kolonnen abzusichern und dieses sehr viele Geld, was da ausgegeben wird, dann doch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit zu bringen, dass es auch funktioniert am Ende. Destillation habe ich gerade gehört, da schnackelt irgendwas in meinem Hinterkopf, das ist Stofftrennung oder wie kann man das einfach umschreiben, da werden Dinge voneinander getrennt. Genau, also die Destillation ist letztendlich ein Verfahren, wo ein Flüssigkeitsgemisch aufgereinigt werden kann, also dass man letztendlich hochreine Produkte wirklich erhält und das eben auf Basis unterschiedlicher Siedepunkte letztendlich. Mhm. Genau. Wo wären mögliche, sage ich mal, Einsatzgebiete, wenn es dann weitergeht? Ist das Recycling? Ist es Treibstoff? Das ist eine Technologie, die extrem weit angewendet wird. Das geht natürlich vom Recycling los oder vielleicht nicht los, da endet es vielleicht dann auch über alle chemischen Produkte. Jeder weiß, dass natürlich Alkohol destilliert wird. Ne? Also das ist eine extrem breite Anwendung. Die Innovation hier liegt da drin, wenn man große technische Apparate bauen will, dann muss man das im Kleinen vorfahren. Man muss einen riesen Scale-Up-Faktor überwinden. Und wir haben es zusammen mit den Kollegen hier in Ulm geschafft, diese Kolonnen, mit denen wir das machen, sehr, sehr klein zu gestalten, damit den Scale-Up-Faktor nochmal zu vergrößern. Das spart natürlich unheimlich viel Geld. Das heißt, für Unwissende, diese kleinen Größen, die Sie jetzt vorhalten, die Sie produzieren, sind das nur die Testkolonnen oder sind das dann die,
sind die richtigen Kolonnen sozusagen verkleinert. Exakt. Wenn wir eine große Kolonne bauen wollen, dann fahren wir das im Kleinen vor, gewinnen die Ergebnisse, die für die Auslegung der Kolonne notwendig sind. Und mit diesen Ergebnissen bauen wir dann die große. Ne? Und diese kleinen Kolonnen im Labor, die haben wir so klein gestaltet, dass wir mit wenig Material, mit wenig Aufwand genau diese Arbeit machen können. Wie klein ist klein? Klein ist in dem Fall 20 mm im Durchmesser. Okay, das ist richtig klein. Und die großen Kolonnen sind mehrere Meter im Durchmesser. Okay, wow. Aber Sie merken, ich komme hier beim Thema Chemie in Kombination mit Ingenieurwesen. Das ist Hardcore für mich. Ich komme hier schon ein bisschen ins Schwimmen. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, meine Glückwünsche Ihnen ausrichten und bitte Sie bitte nochmal um einen großen Applaus. Und Sie dürfen gerne nach vorne treten. Bitteschön. Danke. Glückwunsch. So, wunderbar. Das heißt, wir beenden jetzt die Verleihung der Kooperationspreise Wissenschaft und Wirtschaft und kommen zu einem weiteren Preis, der vielleicht auch im Hinblick auf die StudienanfängerInnen, die ja eingefangen werden sollen in den nächsten Jahren, von besonderer Bedeutung ist. Es geht nämlich um den Lehrpreis und die Attraktivität einer Universität hängt natürlich auch nicht zuletzt von den Lehrenden ab. Und für die Laudatio begrüße ich Frau Professorin Olga Polatos. Ja, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, den Lehrpreis der Universität Ulm im Weiteren vorzustellen und dann auch verleihen zu dürfen. Der Lehrpreis der Universität Ulm ist eine der höchsten Auszeichnungen für Lehrende hier an unserer Universität. Er würdigt hervorragende Lehrer mit innovativem Charakter und dient als Anreiz für die Weiterentwicklung der Lehre insgesamt. Der diesjährige Preisträger, Professor Dr. Ottmar Marti, ist derjenige, den ich auch hier kurz vorstellen möchte. Er ist seit vielen Jahren hier an unserer Universität tätig und hat sich in dieser Zeit durch seine herausragenden Leistungen in der Lehre und in der Forschung einen Namen gemacht. Er ist Leiter des Instituts für experimentelle Physik und hat sich vor allem auf die Bereiche Elektrizität und Magnetismus sowie Kern-, Teilchen- und Atomphysik spezialisiert. Besonders hervorzuheben ist seine innovative und kompetenzorientierte Lehrmethodik. Er hat es also verstanden, Lehre und Forschung in vorbildlicher Weise zu verbinden und seine Lehrveranstaltungen sind sehr innovativ. An dieser Stelle möchte ich Ihnen aber nicht viel mehr Weiteres verraten, außer, haben Sie es gemerkt, ein Teil der Sätze, die ich gerade gesagt habe, die kommen nicht genuin aus meiner Feder, sondern ich habe mich eines KI-basierten Systems, ChatGPT, bedient. Und das ist das Geständnis, das ich an dieser Stelle machen möchte. Haben Sie also Fehler gefunden? In einer ersten Version hat mir die Software vorgeschlagen, dass dieser Lehrpreis anlässlich des 400. Geburtstags unserer Universität verliehen wird, was offensichtlich ein Fehler gewesen wäre, den ich aber bemerkt habe. Aber wie ist es mit anderen Details? Stimmt es, dass Professor Marti auf Elektrizität, Magnetismus und Atomphysik spezialisiert ist? Das wird er uns gleich selber berichten. Mit dieser Überleitung möchte ich hervorheben, wie wichtig die kompetenzorientierte Lehre für unsere Studierenden ist. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, welche Kompetenzen wir zukünftig unterrichten wollen. Es ist unbestreitbar, dass künstliche Intelligenz in zunehmendem Maße Einfluss auf unser tägliches Leben nimmt und auch die Hochschullehre beeinflussen wird und, wie Sie an dieser Rede sehen, schon beeinflusst hat. In Zukunft werden wir also stärker auf die Entwicklung von anderen Fähigkeiten konzentrieren müssen, anstatt lediglich Wissen zu vermitteln. Unsere Studierenden werden Kompetenzen benötigen, um sinnvoll mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz arbeiten zu können.
Dazu gehören zum Beispiel die Fähigkeit zur Analyse und Interpretation von Daten sowie die Fähigkeit zur kritischen Reflexion. Ich gratuliere Professor Marti zu seiner Auszeichnung und danke ihm für sein Engagement in der Lehre. Mit seiner Lehre, über die uns gleich mehr erzählen wird, trägt er dazu bei, dass unsere Studierenden genau diese Fähigkeiten entwickeln und erproben können. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Herr Professor Ottmar Marti. Ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Marti. Helfen Sie doch bitte, Frau Professorin Polatos. Was sind Ihre Schwerpunkte? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Preis und meine Schwerpunkte sind im Moment eher Mechanik von Zellen. Es war früher mal Polymerphysik, ich habe auch ein klein bisschen Elektrochemie gemacht, Tieftemperaturphysik habe ich auch mal gemacht, aber Magnetismus habe ich nie gemacht, Elektrizität nicht und Kernphysik auch nicht. Obwohl ich es unterrichte. Okay, ich würde meine Lücken im Chemieingenieurwesen auch gerne auf ChatGPT schieben, kann ich leider nicht. Nun gut, Herr Professor Marti, ein Lehrpreis, ich habe es gerade eingangs schon erwähnt, das ist ja nicht ein Forschungspreis, sondern da werden wirklich Sie als Person, wie Sie da vor Ihren Studierenden stehen, geehrt. Was machen Sie anders als Ihre Kolleginnen und Kollegen? Ja, die Preisverleihung ging ja um Projektpraktikum auf der einen Seite und um die Vorlesung Kernteilchen Astrophysik. Wenn ich mal mit der letzten beginnen darf, ich war im Tag der Lehre und habe dort etwas gehört, dass man in einem Praktikum ein Paper schreibt und dann habe ich mir überlegt, dass Kernteilchen Astrophysik ein Ulm keine Forschungsrichtung ist und das gehört aber zum Grundwissen der Physikstudierenden und deshalb habe ich mich entschlossen, anstatt einer Klausur oder einer gewöhnlichen Hausarbeit, die Studierenden ein Review-Paper über ein Thema zu schreiben. Das ist natürlich zuerst mal eine Hausarbeit, aber ich habe das Ganze so verpackt, dass der ganze Prozess eines Paper-Schreibens inklusive der Begutachtung und des Peer-Reviews darin abgebildet wurde. Das heißt, die Studierenden haben von mir zuerst als Startpunkt eine Auswahl von Themen bekommen mit einer Auswahl von je einem Paper und fortgehend von diesem Paper mussten sie dann weitere Literatur suchen, das Ganze zusammenfassen, einreichen und dann hat jeder teilnehmende Studentin ein Paper von jemandem anders bekommen, um es zu begutachten und das Begutachten dann wieder einzureichen. Und die Studierenden durften dann zusammen mit den Gutachten, die mein Mitarbeiter und ich gemacht haben, ihr Paper überarbeiten, wie man es bei einem Journal auch macht und dann endgültig einreichen. Das war dann die Prüfungsleistung. Ja. Dazu haben wir in Seminaren drin so Dinge gemacht, wie ein Paper mal analysieren, was ist da drin. Wir haben auch darüber diskutiert und uns ausgetauscht, was macht man mit konkurrierenden Gutachter-Aussagen, wie geht man damit um, wie schreibt man den Brief an die Reviewer, was man gemacht hat, wie schreibt man so ein Paper, wo sucht man Literatur und die ganzen Dinge. Also fast eher ein publizistisches Studium als ein experimental physikalisches. Genau, und dabei haben Sie noch einen Überblick bekommen von Kernphysik, Teilchenphysik und Astrophysik. Und ich habe dann alles zusammen, wegen Copyright nur für die Studierenden, zu dem ersten Band des Ulmer Journals für Kernteilchen und Astrophysik gemacht. Hatte 260 Seiten. So. Und eine Auflage von? Was waren es? 30 Studierende. So, und die werden irgendwann sehr viel wert sein. Das vielleicht nicht. Ich würde sagen, aus meiner geisteswissenschaftlichen Perspektive, wenn man schon Physik studiert, dann hoffentlich bei solchen großartigen Persönlichkeiten wie Ihnen. Ganz herzlichen Glückwunsch, okay, Herr Professor Marti. Bitte nehmen auch Sie Ihre Urkunde entgegen. Herzlichen Glückwunsch. Olga. Und dazu?
herzlichen Dank und nochmals herzlichen Glückwunsch an Herrn Professor Ottmar Marti. Nun gibt es natürlich an der Universität Ulm nicht nur herausragende Lehrende und Forschende, es gibt natürlich auch herausragende Studierende, die nicht nur sehr klug sind und sehr neugierig sind, sondern die sich über alle Maßen engagieren für ein Thema. Und stellvertretend möchte ich Ihnen jetzt zwei Studierende vorstellen, Studierende der Humanmedizin, die sich engagiert haben in der Hochschulgruppe Impf dich. Und was sich dahinter verbirgt, erfahren wir jetzt von Marco Schilcher und Luisa Frahm. Bevor die beiden kommen, Entschuldigung, kommt natürlich noch die Laudatio, Entschuldigung, von Frau Professorin Olga Polatos. Liebe Studierende, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine besondere Freude, auch hier kurz die Laudatio für die Verleihung des Preises für herausragendes studentisches Engagement 2022 der Universität Ulm halten zu dürfen. Dieser Preis ehrt Studierende, die sich in besonderer Weise für die Universität und die Gesellschaft engagieren und durch ihre Arbeit zu einer Verbesserung des universitären Lebens und der Gesellschaft beitragen. Ich bin heute besonders stolz, die Gruppe Impf dich für den Preis 2022 auszeichnen zu dürfen. Wie ich vorher erfahren habe, eine Kerngruppe von etwa 7 Studierenden, in einem weiteren Feld etwa 20 und 2 oder 4 werden wir gleich nochmal näher hier sozusagen im Gespräch sehen. Die Gruppe Impf dich informiert über die Bedeutung von Impfungen und arbeitet an schulischen Präventions- und Forschungsprojekten. Alle Studierenden hier sind Studierende der Humanmedizin, die sozusagen genuin auch eine Verbindung zu diesem Thema haben. Die Gruppe spricht aber nicht nur Medizinstudierende an, sondern eben die gesamte Bevölkerung. Die Gruppe macht sich also stark für die junge Generation und trägt dazu bei, Wissen, Faktenwissen zum Thema Impfung zu verbreiten und dadurch eben auch bestimmten anderen Meinungen entgegenzutreten. Gerade in der Corona-Pandemie erfordert das Engagement für dieses Thema viel Mut und Durchhaltevermögen. Und noch immer handelt es sich um ein kontrovers diskutiertes und hochrelevantes Thema. Diese Gruppe hier, die Gruppe Impf dich, vertritt ihre Position in der Öffentlichkeit und setzt sich für eine wichtige Sache ein. In der Begründung des Senats der Universität Ulm für die Auszeichnung der Gruppe heißt es, das Thema der Gruppe ist weiterhin sehr aktuell und hochpolitisch. Es wird sehr positiv gesehen, dass die junge Schülergeneration mit dem Projekt angesprochen wird. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Impfung. Generelle Aufklärungsarbeit zum Thema Impfen erscheint der Auswahlkommission weiterhin sehr relevant. Ich möchte der Gruppe Impf dich meinen herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis für herausragendes studentisches Engagement der Universität Ulm aussprechen und mich für Ihre Arbeit bedanken. Sie sind ein großartiges Beispiel dafür, wie Studierende einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Meinen herzlichen Glückwunsch. Jetzt aber Luisa Frahm und Marco Schilcher. Das ist noch nicht die vollständige Gruppe, glaube ich. Wir haben es gerade gehört, 7 im Kern. Ganz genau, ja. Genau, die anderen können heute nicht dabei sein. Genau, einer schaut online auf jeden Fall zu, da sagen wir auch nochmal Hallo. Und genau, wir sind eigentlich 7, aber tatsächlich seit diesem Semester auch ein paar mehr dazu gekommen. Also wir sind jetzt fast schon 20 Leute, die jetzt an den Treffen teilnehmen, da sind wir sehr stolz drauf. Genau. Man könnte also fast denken, dass Impfen in ist, zumindest als Thema. Impfen ist natürlich in den letzten 1, 2, 3 Jahren ein großes Thema geworden, um das wir alle nicht herumgekommen sind. Euch gibt es aber schon länger. Ihr seid Corona-unabhängig, oder? Ins Leben gerufen worden. Richtig, genau. Also das war immer so das Argument, mit dem man an uns herangetreten ist. Ah so, ja, also ihr seid die Antwort auf dieses Corona-Thema. Also nee, nicht so ganz. Also es gibt seit 2017 in Bonn, wurden wir gegründet. Und als Antwort effektiv auf eine niedrige Impfquote in dieser Region haben dort die Medizinstudierende dann beschlossen, okay, was können wir dagegen tun? In erster Linie Aufklärungsarbeit, und das bildet immer noch einen Kern von dem, was wir sein wollen, eben nicht Überzeugungsarbeit, sondern im Wesentlichen ein valider Ansprechpartner, der eben wissensbasiert Aufklärung betreibt.
Ihr sprecht, Luisa, vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler an. Wie muss ich mir die Arbeit vorstellen? Steht ihr auf dem Schulhof, verteilt Flyer? Nein. Nein, also wir treten natürlich mit den Schulen davor in Kontakt, versuchen mit den Lehrern zu kommunizieren, was ist der Wissensstand der Schüler. Und dann dürfen wir tatsächlich mehrere Stunden auch in die Klassen rein und dort für 2 Stunden zum Beispiel einfach unterrichten und einfach mal da sein, ein bisschen was erzählen, aber natürlich auch interaktiv das Ganze gestalten. Also wir sprechen Schüler von Gymnasien, aber auch Realschulen an, so zwischen der 8. und 10. Klasse, schauen da natürlich, was die Nachfrage auch von den Schulen ist und versuchen dann den Kindern ein bisschen im Spaß auch dieses Thema einfach näher zu bringen. Auch nicht wirklich eine Meinung zu überbringen, sondern einfach zu zeigen, hey, es ist wichtig, sich mit dem Thema Impfen zu beschäftigen. Das sind die Impfungen, die es gibt, so funktioniert es. Und einfach den Schülern die Möglichkeit zu geben, von uns, von Studierenden, die vielleicht im Alter ein bisschen näher sind, das Thema noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ich finde das ungewöhnlich, dass man mit so einem Thema an die Schülerinnen und Schüler herantritt und nicht an die Eltern, weil die entscheiden ja letzten Endes darüber. Schülerinnen und Schüler dürfen ja noch gar nicht selber entscheiden oder nur in bestimmten Fällen. Wieso ist das euer Weg? Ich denke mal, weil das so ein bisschen unterstreichen soll, dass es ein sehr persönliches Thema ist. Weil wir eben nicht sagen, okay, wir wollen sozusagen andere Menschen hier sozusagen eine Bevormundung ermöglichen, sondern wollen wirklich auch früh versuchen zu initiieren, dass einfach sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Also dass man letzten Endes mit der Problematik, die man ja gesehen hat, dass das Ganze halt sehr emotionalisiert wird und so in der Gesellschaftsmitte angekommen ist, dass wir da eben auch entsprechend genau da ansetzen und nicht eben den mittelbaren Weg nehmen eben über Eltern. Mhm. Allerdings kann ich an der Stelle gleich dazu sagen, haben wir auch schon in die Zukunft gedacht, über Erwachsenenbildung gesprochen, beispielsweise über eben auch Elternsitzungen oder eben auch mit der Stadt und dort in Kontakt zu kommen mit Elterngruppen und dergleichen. Wahnsinn. Also langweilig wird euch nicht. Ihr habt ständig neue Projekte. Ganz, ganz herzlichen Dank natürlich für euer Engagement, stellvertretend für die ganze Gruppe. Lieber an alle Gruppenmitglieder, die zu Hause sind. In Frankreich ist, glaube ich, jemand, hieß es, an der Uniklinik ist jemand im Praktikum. Also ganz, ganz herzlichen Applaus bitte für diese tollen, engagierten Menschen. Kommt nach vorne bitte und nehmt eure Urkunden entgegen. So, herzlichen Glückwunsch. Und Ihnen auch. Bitte. Und wir kommen jetzt zum letzten Preis, der heute verliehen wird. Der ist nicht letzter, weil er unwichtig ist, sondern einer muss halt letzter sein. Und das ist heute ein Preis, der mit dem Masterarbeiten und Dissertationen ausgezeichnet werden sollen, die einen Bezug zur Elektronenmikroskopie haben. Gemeint ist damit der Harald-Rose-Preis. Und wer ihn erhält und warum, erfahren wir jetzt vom Laudator Professor Rupinski, herzlich willkommen. Ja, also vielen Dank für die Einführung. Bitte. Ja, Mikrofon. Okay, hört man mich? Ja. Also vielen Dank für die Einführung an Sie. Ich bin heute da, um die Laudatio für den Harald-Rose-Preis zu halten und freue mich da sehr drüber. Vielleicht kurz zuvor ein paar Worte zu dem Preis. Das ist also ein interdisziplinärer Preis, der für Arbeiten herausgegeben wird, die im Bereich der Elektronenmikroskopie stattgefunden haben. Ja? Das kann also beispielsweise physikalisch sein, biologisch, aber eben auch informatisch. Der Preis wurde 2015 von der Firma CEUS ins Leben gerufen, anlässlich des 80. Geburtstags von Harald Rose, der sich besonders im Bereich Elektronenmikroskopie hervorgetan hat. Und der Preis wird im Wechsel an der TU Darmstadt und der Uni Ulm vergeben. Und dieses Jahr ist eben letztes Jahr war eben die Uni Ulm am Zuge. Und der Preis wird von der Firma CEUS, wie gesagt, gesponsert mit 3.000 Euro. Und ich freue mich sehr, dass dieser Preis dieses Jahr an Hanna Kniesel übergeben wird. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, warum ich glaube, dass Hanna die ideale Preisträgerin für diesen Preis ist.
Hanna hat sich in ihrer Masterarbeit mit interdisziplinären Themen auseinandergesetzt, wie wir sie im ABEM-Projekt gemeinsam mit der Zentralen Einrichtung für Elektronenmikroskopie und dem Institut für Medieninformatik bearbeiten. Dabei hat sie sich zwei sehr harte Nüsse angeguckt, und zwar einmal Rauschunterdrückung und Rekonstruktion. Die Leute, die so ein bisschen sich in dem Bereich auskennen, die wissen, dass jedes dieser Probleme für sich ein sehr hartes Problem zu lösen ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass wenn man sich diese Probleme gleichzeitig anguckt, dass man dann von verschiedenen Dingen profitieren kann, die es also erlauben, dieses Problem oder diesen Problemkomplex dann besser zu lösen. Und das hat Hanna gemacht, zusammen mit Partnern vom University College London, hat sie also entsprechende künstliche Intelligenztechniken entwickelt und konnte somit rauschreduzierte, neuronal repräsentierte Rekonstruktionen aus Elektronenmikroskopiedaten ableiten. Das hat potenziell einen Bereich nicht nur auf die, Einfluss nicht nur auf den Bereich der Elektronenmikroskopie, sondern auch andere bildgebende Verfahren, die davon potenziell profitieren können, was wir uns derzeit angucken. Wie herausragend Hannas Ergebnisse sind, sieht man schon allein daran, dass wir in der Lage waren, die Ergebnisse auf der CVPR zu publizieren. Das ist also das meistzitierte Publikationsorgan über alle Informatikdisziplinen hinaus. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass Hanna diesen Preis heute kriegt, die Jury das gewürdigt hat, und freue mich, den Preis jetzt gleich mit Hanna zu teilen oder zu überreichen zu können. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Ja, liebe Hanna Kniesel, erstmal natürlich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wir haben es gerade gehört, das waren zwei, was haben Sie gesagt, harte Nüsse. Ich kenne Studierende, die suchen sich eher den Weg des geringsten Widerstandes. Warum haben Sie sich diese harten Nüsse ausgesucht? Ja, erstmal vielen Dank für die Laudatio natürlich, Timo. Die zwei harten Nüsse, die sind einfach super interessant. Das ist einfach der Punkt, weshalb ich mir das ausgesucht habe. Die Elektronenmikroskopie hat mich tatsächlich schon immer begleitet. Ich habe meine Bachelorarbeit schon mit elektronenmikroskopischen Daten gemacht. Und daher hat sich das irgendwie auch angeboten, daran weiterzumachen, weil ich einfach begeistert war von dem Feld. Und dann kam es eben dazu, dass ich bei der Gruppe von Timo arbeiten konnte in diesem ABM-Projekt, das eben interdisziplinär war in Zusammenarbeit mit dem Institut für Elektronenmikroskopie. Und da hat man einfach nochmal einen ganz anderen Bezug, wenn man die Leute, die auch tatsächlich mit den Daten arbeiten, die davon profitieren, von dem, was wir machen, und sagen, was brauchen wir überhaupt. Und das war einfach super, und dadurch kam die Begeisterung, genau. Wenn Sie sich mal kurz, wir neigen uns jetzt dem Ende der Veranstaltung zu, sich vorstellen können, ich lehne jetzt hier so lässig an der Bar, wir treffen uns, moin, Dana, Hanna. Was machst du so? Ja, was mache ich so? Ich promoviere jetzt seit einem Jahr bei Timo. Ich beschäftige mich weiter mit der Elektronenmikroskopie. Besonders arbeite ich gerade immer noch an dem Projekt von ABM. Da beschäftige ich mich mit der Detektion von Virenpartikeln in elektronenmikroskopischen Daten. Wir versuchen, neue Evaluierungstechniken zu finden, weil elektronenmikroskopische Daten, wir wissen oft nicht, was ist richtig, was ist falsch, wie können wir das evaluieren. Wir versuchen, den ganzen Prozess mit der Datenanalyse zu verbessern, einfach eine schnellere und genauere Datenanalyse zu bringen, um Fehler zu minimieren. Und damit beschäftige ich mich und hoffentlich noch in den nächsten paar Jahren meiner Promotion. Das heißt, im weitesten Sinne bewegen Sie sich im Bereich Medizin, Technik, Bildgebung? Wäre das ein richtiges Wort? Ja, biomedizinische Bildgebung ist zum Beispiel, genau, würde ich sagen, in dem Bereich bin ich tätig und da, genau, mache ich meine Arbeit. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne Prost von Bar zu Bar. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht bei der Preisverleihung für den Exzellenzjahr Ulm. Eine weitere tolle, junge Forscherin, die die Universität Ulm hervorgebracht hat. Und ich würde sagen, sie hat nochmal einen extra großen Applaus verdient, während sie nach vorne tritt und ihre Urkunde entgegennimmt. Mm-hmm.
herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch natürlich Hanna Kniesel. Da kann man nochmal... Sie haben es auch gleich geschafft. So, Herr Weber, jetzt stehen wir hier. Ja. Jetzt. Demnächst kann man uns, glaube ich, auch im Duo einfach buchen. So oft sehen wir uns. Ja, also mir hat es wieder, vielen herzlichen Dank an Dana Hoffmann, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, Ihrer Moderation zu folgen. Ich glaube, Dana Hoffmann hat sich einen großen Applaus verdient. Mhm. Dankeschön. Und da ich jetzt keinen Blumenstrauß habe, nehme ich einfach die Tischdeko. Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch keine 90 Minuten für diese Veranstaltung gebraucht. Mir hat irgendwann mal jemand gesagt, ich bin jetzt doch schon 7 Jahre im Amt, mir hat irgendwann jemand gesagt, eine solche Veranstaltung dürfen nicht länger dauern als eine Vorlesung. Vorlesungen dauern 90 Minuten. Ja, jetzt sind wir heute mit dem Stoff schon durch. Sie, ein paar Minuten früher, Sie können jetzt reflektieren, das alles sacken lassen, von den Chemieingenieuren bis hin zu den Elektronenmikroskopen. Das Ganze können wir sehr gerne dann draußen machen. Wir haben einen kleinen Empfang vorbereitet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen. Gratuliere nochmal ganz, ganz arg den Geehrten hier vorne. Sie haben sich das echt verdient. Vielleicht auch da nochmal einen Applaus. Und dann funktioniert so eine Veranstaltung, ne, insbesondere auch dann, wenn sie live gestreamt wird, in die ganze Welt hinein. Funktioniert natürlich nur, wenn man ganz viele Helfer hat. Herzlichen Dank an die Personen an den Kameras, am Mischpult, am Internet sozusagen. Aber auch vielen herzlichen Dank an die Helferinnen und Helfer, die jetzt für das Buffet draußen, für die ganze Logistik drumherum und so weiter zuständig waren. Herzlichen Dank dafür. Und uns allen wünsche ich jetzt viele nette Gespräche draußen vor dem Raum. Vielen Dank fürs Kommen.